Der Weltfrauentag bedeutet für mich, die Wertigkeit der Frau in der Gesellschaft zu verbessern. Also ich glaube, es gibt schon einige und sehr viele Verbesserungen in Richtung Frauenpolitik. Die Einführung des Wahlrechts, was ja für uns heute undenkbar ist und unvorstellbar ist, war, glaube ich, für die damalige Zeit eine unglaubliche Errungenschaft. Auch, dass wir, wenn wir noch einen sehr weiten Weg vor uns haben, doch einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen haben. Also das sind schon sehr, sehr viele Bereiche, in denen Frauen ihren Stellenwert gehoben haben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt ganz konsequent an dem Weg der Verbesserung für Frauen weiter festzuhalten und da wirklich zu schauen, dass man alles, was bereits umgesetzt worden ist, weiterhin verbessern kann und die Rolle der Frau einfach in der Gesellschaft noch weiter verstärkt, weiter ins Bewusstsein rückt, wie wichtig das ist und vor allem auch von verstaubten Rollenbildern weggeht und wirklich versucht, die Frau so in der Gesellschaft zu verankern, wie ihr Stellenwert es ihr eigentlich gebührt.